Okay. Und Mario stellt das Ganze dann ins Internet. Oh Gott. Halt mal, er ist gerade aus der Wand gesprungen, schon wieder. Ja, und irgendwie wird sein Kopf auf einmal riesig groß. Er freut sich einfach nur, dass sein Kopf schon fast platzt. So, du hast 38 Sterne, also jetzt schnell zu Peach. Ja, nichts wie ab zu Peach. Ja, schnell hinter. Das ist jetzt einfach mal so eine dämliche Vermutung von mir. Ja, ich vermute es auch, weil alles andere wäre unlogisch. Peach hockt hier da einfach nur dämlich rum und macht nichts. Gut, das ist eigentlich immer so, aber... Vielleicht gibt es doch 40 Sterne. Hm. Nein, gibt es nicht. Okay, dann eben nicht. super in die Röhre ran. Wie funktioniert das eigentlich? Wieso kannst du in eine Röhre nach unten reingehen und dann kommst du oben wieder raus? Wie funktioniert dieses Röhrensystem überhaupt? Wird man irgendwie angesogen wie so ein pneumatisches System mit Druckluft oder wie ist das? Ja, das ist, das ist... Okay, ich sag am besten zu dem Thema nichts mehr. Greg, okay. Greg, ja. Wie kommst du da rausgesprungen? Heftig, kannst du dich nicht mehr bewegen doch. Nein, die Schilder lesen geht vorbei. Okay, nein, ich lese keine Schilder, oh Gott. Luigi braucht keine Schilder, ist ja schon dumm genug. Okay, wo ist die Prinzessin? Wo ist sie hin? Princess. Nein, bring sie um. Warum eigentlich? Was? Nein! Greg. Ja, geil! Nein! Ja! Ich mache einen Cut, bis zum nächsten Mal. Ich kann die Aufnahme nicht stoppen. Ja, so, Hallo, hier ist wieder Weehawk LP und wir spielen jetzt Starwing. Das wusstet ihr noch nicht? Schade, denn das ist gar nicht so Missing Stuff. Das ist der Todeskurs auf Starwing mit Mario als Super Stargast. Mario. Ja, okay, Luigi ist wieder an der Reihe. Jetzt. Stern. Und er will immer noch die Prinzessin verkloppen. Ja, das Yoshi! Wieso? Ich will mit Yoshi sprechen. Warum will... was willst du, Yoshi? Warum? Was ist los? Thanks for helping. No, please Danke, bring dass du mir geholfen hast. Nun, bitte bring unseren Powerstern zurück. So, dass wir wieder, leben. Hä? Wieso konntest du nicht? Ihr konntet schon vorher im Frieden leben. Das ist voll sinnlos. Okay, scheißegal. Ja, das stimmt. Ihr könnt auch jetzt noch in Frieden leben, oder? Wieso braucht ihr einen Powerstern, um in Frieden zu leben? Okay, Peach, was sagst du dazu? Oh, Bowser ist stärker als sonst. Noch stärker als sonst. Es wird viel härter sein zu... Oh, du musst Bowser töten? Es wird viel härter sein, diesmal zu töten. Oh ja, Beat heißt nicht töten, aber gut. Doch, töten. Hier zu helfen haben wir dir einen Feueranzug gemacht. Seine Power, seine Kraft ist begrenzt. Also musst du warten, bis er aufgeladen ist. Wow. Und it's ready, press D-Pad to explode and die. Nein! Okay. Nicht D-Pad! D-Pad, das ist ein Problem. Weil ich habe auf D-Pad, für diejenigen, die es nicht wissen, ist das digitale Steuerkreuz auf dem N64-Controller. Ja, also musst du dir jetzt schnell einen Knopf erstellen. Ja, ich muss nämlich, so musste ich das auch schon machen, um Luigi auswählen zu können, musste ich quasi auf der Tastatur das machen. Schnell einen Knopf erstellen, los. Und jetzt muss ich Bowser mit einer Mischung aus Gamepad und Tastatur besiegen. Heftig heiß. Das wird eine Katastrophe. Das wird geil. Ja. Aber machen. Stimmt. Nein, kann ich nicht. Also, doch. Ausmach. Muss einen anderen Knopf dann halt ersetzen, nimmst einen Kameraknopf weg oder so, keine Ahnung. Ja, ich glaub, musst du ja nicht. Jetzt bin ich gerade überlegen, welchen Knopf brauche ich nicht? Du brauchst den Zoom-Knopf, brauchst du nicht, hier zum Kamera-Zoom. Den hier. Den werde ich wohl nicht brauchen. Stimmt. Okay, dann machen wir das kurz. Ihr müsst jetzt halt mal kurz zuschauen. Das ist mir jetzt gerade egal. Okay, ich überbrücke die Zeit mit einem lustigen Lied. Piranha. Er ist ein lustiger Piranha. Und manchmal ist auch Peach da und die fressen sich dann gegenseitig auf. Wenn Yoshi manchmal da ist, dann liegt da manchmal Eier. Den Piranha liegt dann die Eier und die Eier kommen aus dem Yoshi raus. Yoshi ist ein Dinosaurier. Dinosaurier essen auch mal gerne Prinzessinnen. Wenn Mario nicht da wird, dann wird... Wenn alle sich töten würden, dann wären wir alle tot. Also nehmen wir einfach Leute und die fressen wir dann auf. Denn Yoshi, der mag gerne Eier legen und wenn der Leute frisst, dann ist er nicht Yoshi. Yoshi frisst gerne Eier und Peach mag, keine Ahnung, Peach mag gerne Leiter und deshalb frisst er sie auf. Würde Yoshi jetzt also Peach fressen, dann wäre das ja unlogisch, denn Peach ist ja eigentlich der Mann von Mario und umgekehrt. Hä? Und wenn Mario nicht verheiratet wäre, dann hätte er auch schon längst Daisy als Freundin genommen, weil Daisy mag ja nicht viel, steht nicht auf Brünetten. Und deshalb ist das alles logisch. Ich habe es geschafft, glaube ich. Gut.
Er hat keine Funktion mehr, das bedeutet, es müsste geklappt haben. Aber wo muss ich jetzt hin? Ja, durch die Tür natürlich. Ach, durch die Tür muss ich? Hat sie das gesagt? Nein, aber ich gehe mal davon aus, du gehst durch die Wand durch und fertig. Ich gehe durch die Wand, hinter der Tür war eine Wand und Luigi geht trotzdem durch. Okay. Ja, heftig halt. Okay. Ja, okay, was sagst du, Goomba? Ich werde dich diese Röhre würde ich direkt zu Bowsers Gruft führen, kann am Gruft, Untergrund, sterben, okay. Okay, wie schon gesagt, du musst ja das D-Pad benutzen, um zu sterben. Moment, habe ich D-Pad Right ausgewählt? Überbrücke bitte nochmal die Zeit. Okay, nehmen wir mal an, Goombas hätten nicht so scharfe Zähne. Was würden sie dann benutzen? Wieso haben sie eigentlich überhaupt gar keine Hände? Wenn sie Hände hätten, wären sie viel schwieriger. Ich habe D-Pad Right ausgewählt. Okay. Alles klar, vielen Dank. Und du springst nicht gegen die Röhre. Läufst nicht gegen die Röhre. Jetzt bin ich sehr gespannt. Hoffentlich ist Bowser grün. Ich würde mich darüber freuen, wenn jetzt seine Farben umgekehrt werden und so eine Scheiße. Oh Gott, nein. Was? Bowser ist immer noch der gleiche wie damals. Super. So we meet again. Na, endlich können wir uns wieder gegenseitig töten. Er hat aber noch mehr Tricks gelernt. Also. Kannst du mich sonst... Boah. Dieser Feueranzug kann nicht meinen Drachenarten steuern, du verdammter blöder Klempner. Oh Gott. Also, lass dich töten. Yeah, Fireball Action! Luigi Mario! Boah! Voll sinnlos! Juhu! Bring ihn um, verklopp ihn! Fireball Action! Was? Wieso? Boah! Er dreht durch! Was? Lass ihn auch. Mein Feuerball muss erstmal aufladen. Du musst erstmal aufladen. Ja! Dieser Mario am rübergefeuert worden. Jetzt kannst du ihn wieder benutzen. Ballern! Verdammt! Kannst du ihn immer echt nur einmal benutzen pro Sekunde? Keine Ahnung. Was? Einmal pro Sekunde wäre schön. Nein, nein. Ah! Oh, bring ihn um. Hallo. Oh, ja, so einfach nur sterben. So derbe sterben, dass er lebt. Ja. Ah, da. Verdammt, der Feuerball, ja. Der Feuerball geht durch ihn durch. Er rennt. Da musst du ihn umbringen. Er dreht völlig am Rad. Okay, super Spring-Action. Hier. Okay. Ja, bring ihn um. Nein! Oh Gott. Boah, das war knapp. Oh Gott. Wieso ist dieses Spiel so hart? Warum dreht ihr alles durch? Warum? Dieser dumme, schlechte Feuerball, der überhaupt nichts wert ist. Ja, oh verdammt. Der hat ja überhaupt keine Reichweite. Nein! Jetzt habe ich wirklich ein Problem, weil ich verlasse mich immer voll auf den Feuerball und passe gar nicht auf, was der Typ hier macht. Was? Okay, durchdrehen. Luigi, du bist... Luigi ist tot. Heftig. Aber ich habe immer noch den Fire Suit. Aber ohne Fire Suit Action. Cool. Ohne Fire Suit Action ist doch super. Was soll ich, jetzt hast du auch gleich keine mehr, wenn du bei ihm bist. Ach. Super Luigi mit grünem Hut.